Heute schauen wir uns wieder die viralsten Dinge, die wir in ganz Fortnite in dieser Woche bekommen haben. Alter Leute, das obere Bild ist vor 4 Jahren entstanden und das untere Bild ist einfach, was heutzutage in Fortnite ist. 4 Jahre Unterschied, gebt euch mal. Fortnite heutzutage ist voller Blüten, voller Leben. Damals war Fortnite auch natürlich wild, aber was er halt in 4 Jahren gemacht hat, ist halt schon crazy. Hier haben wir ein zweites Bild. Genau die gleiche Location vor 4 Jahren und jetzt da. Damals hatten wir hier den Wasserfall und hier links ging es nach Tilted Towers und jetzt sieht das Ganze halt unten so aus. Alter, WTF. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass das die beiden Locations sind. 4 Jahre Unterschied. Dieser Riesenberg ist auch nicht mehr da, ne? Aber was man Fortnite lassen muss, selbst vor 4 Jahren war die Grafik richtig krass. Dann haben wir hier das letzte Bild, Leute. Damals hatte das schon so einen gewissen Flair. Also ich finde, in der Dunkelheit sah Fortnite früher besser aus als heute. Und so sah damals nämlich Lootleg aus in der Nacht und so sieht es heute aus. Da muss ich sagen, damals sah es echt besser aus, meiner Meinung nach. Mega cool, sowas zu sehen. Digga, Captain America war jetzt 81 Mal im Itemshop seit 2020. Kein einziger Fortnite-Skin wurde so oft in den Itemshop zurückgeholt wie Captain America. Und ich frage mich, warum? Alter, ich dachte gerade, das wäre ein Teaser, Leute. Stellt euch mal vor, irgendwann mal wird so die Fortnite-Lobby aussehen. An was erinnert euch das? Natürlich an SpongeBob. Jetzt haben wir ja Dragon Ball bekommen. Stellt euch vor, irgendwann mal sieht die Lobby so aus. Mit SpongeBob in Fortnite. Und ich wette darauf, irgendwann mal bekommen wir so eine ähnliche Lobby mit SpongeBob. Hundertprozentig. Nicht erschrecken wegen der Grafik, die wird gleich besser. Gebt euch mal jetzt. Paar Schüsse an Darth Vader. Er kommt hin. Kamehameha. Und Ciao Miau, Digga. Ein Kamehameha-Strahl mit paar Schüssen und er ist weg. Diese Kamehameha-Waffe ist zu stark, zu stark, zu stark. Zuletzt haben wir den Roo-Skin vor 800 Tagen im Itemshop gesehen. Mittlerweile zählt dieser Skin mit zu den seltensten in ganz Fortnite, Leute. Würde mich mal interessieren, ob ihr den Skin habt, weil so langsam wird der richtig, richtig selten. Und ich muss auch sagen, die sieht mega gut aus. Alter, wir haben hier Son Goku und John Cena, die beide in dem gleichen Moment Fusion machen in Dragon Ball und unten sehen wir John Cena im Super Saiyajin. Gebt euch mal John Cena, Alter, als zweifacher Super Saiyajin. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das ist nicht wirklich passiert. Er dachte, er hat schon gewonnen. Gebt euch mal. Gebt euch mal. Ah, bitte. Der Typ hat schon getanzt, bevor er überhaupt gewinnen konnte. Er dachte, dem sein anderer Teammate holt den Safe, er tanzt und verliert. Was ein Karma-Moment, Digga. Oha, wir haben hier einen Clip von 2018. Mal gucken, was da passiert ist. 4 Jahre ist es her. Okay, mal schauen, was der jetzt macht. Hat auf jeden Fall viele Upvotes auf Reddit, also scheint gut angekommen zu sein. Hat sich auf jeden Fall hier im Busch versteckt. Ach, da hat jemand den Busch an. Oh mein... Vergesst auf jeden Fall bitte nicht meinen Creator-Code Savvy, Leute, denn dann könnt ihr euch in einen Super Saiyajin verwandeln. Ey, das ist das coolste Ende, was ich jemals in einem Fortnite-Match gesehen habe. Vegeta und Son Goku treffen sich beide im Endgame, im Finale. Das sind Random-Spieler, die beschließen, einen Kamehameha-Kampf zum Ende zu machen. Gebt euch mal, wer wird gewinnen? Ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt. Mal gucken. Einfach gleichzeitig. Tschüss, wie geil war das denn? Digga, wie cool ist die Fortnite-Community? Random-Spieler... Wieder random Spieler, pass auf. Er geht dahin. Er sagt zu dem, komm her, komm her. Der Gegner kommt. Und der Gegner geht einfach wieder und das war's. Was für Ehrenmänner, Mann. Das ist auch so gut gemacht, Leute. Hier hat jemand ganz normale Default-Skins in einen Agent Jones gemacht. Wir wissen ja, Jones ist ja auch ein Default-Skin und er wurde ja zum Agenten auch irgendwann mal. Und er hat hier einfach andere Default-Skins genommen und hat die zum Agenten gemacht. Richtig geil. Suited Spitfire hier am Start. Agent Headhunter von XX Ibuprofen. Agent Ramirez, würde ich übelst feiern. Renegade Espionage. Und zu guter Letzt, übelst cool, Undercover Band. Also das sollte sich Epic Games echt mal überlegen, diese Defaults wirklich als Agenten ins Spiel zu bringen. Der in der Mitte sieht halt aus wie Jones, nur halt als anderer Charakter. Jedes Bild, wo ihr hier seht, ist eine Kollabo mit Fortnite. Mit zum Beispiel Naruto, Pac-Man, Assassin's Creed,
League of Legends, Marco Reus und so weiter und so fort. So viele Kollabos hatten wir schon mal. Ich zähle mal jetzt alle. Dann zeige ich euch, wie viele Kollabos wir schon hatten. Also ich habe jetzt mal alle gezählt. Das sind insgesamt 190 Skins, Leute, die wir hier schon als Kollabo hatten. Also fast 200 Skins haben wir einfach schon in Kollabos. Und es gibt ja auch noch Pakete. Also wir sind weitaus über 200 Skins insgesamt. Aber sehr interessant, das Ganze mal wirklich so zu sehen. Okay, was macht der Typ hier mit dem Truck? Die Grafik wird gleich wieder besser. WTF, aus dem Truck raus und... Und... Was? Aber wie weit ist denn der geflogen? Haben die einen Glitch? Ja, okay, die haben den Crashpad-Glitch gemacht. Das ist schon krank, der Kill. Auch wenn der nur 13 HP hatte, trotzdem wild. 800 Meter Truck-Kill. Boom. Und weg. Krank. Fortnite wurde von diesem Bild zu diesem Bild. Digga, es ist so krass. Digga, wie macht ihr das? Er wirft mit einem Reifen den Typen einfach von da hinten ab. Der Typ hat nicht mal gecheckt, von wo der Reifen kam. Oha, richtig cool. Wir haben auf der linken Seite die Konzept-Skins und auf der rechten Seite die richtigen Skins, die dann in Fortnite rausgekommen sind. Hier haben wir einmal den Skin, haben wir einmal Zuki, glaube ich. Man muss schon sagen, die Konzept-Skins sehen fast 1:1 aus wie in Fortnite. Hier einer von den, eine von den Schwestern, die hier auch. Krass. Also wenn Fortnite Umfragen raushaut mit Konzept-Skins, dann kommen die wirklich 1:1 in Fortnite rein. Real Talk. Krass gemacht, Alter. Denkt man gar nicht, ne? Aber so ist es tatsächlich ins Spiel gekommen. Wir haben ja gerade den neuen Dragon Ball Skin, Albiros drin, ne? Und wir haben ja schon Azuki bekommen. Die zwei sehen einfach gleich aus. Bei Azuki fehlt nur noch ein Schwanz und ein bisschen größere Ohren und dann sind die einfach 1:1 gleich. Einfach Biros auf Wish bestellt. Wobei ich sagen muss, Azuki sieht halt auch wild aus. Alter, der Typ wurde einfach von der Kapsel gehittet. Gebt euch mal. Von dieser neuen Dragon Ball Kapsel. Guck mal, die kommt aus der Luft. Guck mal. Was? Wie selten ist das denn? Aber ey, aber der ist nicht gestorben. Das muss man lassen. Junge, das ist 1:1 Million Moment einfach, ne? Das passiert ja eigentlich nie. Oh. So assi, ey, so assi. Als ihr den Trick nicht kanntet mit der neuen mythischen Waffe hier, mit der Wolke, mit dem Item, ihr könnt die einsetzen, selbst wenn ihr schon einen Gleiter eingesetzt habt. Habt ihr gerade gesehen? Also selbst wenn ihr fliegt, könnt ihr einfach die mythische Waffe hier einsetzen. Richtig gut. Nein! Was ist mit Lami passiert? Oh mein Gott, der Arme. Der muss doch safe kotzen. Das habe ich noch nie gesehen, das guck. Junge, habt ihr Lama jemals so gesehen in Fortnite? Da hat sich jemand einfach ein Tattoo vom Lama gemacht. Aber ich muss sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Finde ich schon cool. Würde ich mir auch machen lassen, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, es sieht geil aus. Okay, diese Skins brauchen wir. Neon Winter Legend Skin Concepts. Peely als Powerpuffer Peely mit einem Snowboard-Anzug. Wir haben hier dann Geometric Kevin der Würfel nochmal als neuer Skin. Und Everest Eevee. Wie krass ist dieses Skin Concept bitte? Vor allem der Peely. Oh mein Gott, wie geil der denn bitte aus hier. Das waren die viralsten Videos, Bilder und in dieser Woche bei Fortnite. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin raus. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.